60 Euro und dann ist nur 5. Aber ich wusste, Coach, er wird dann sofort Nein sagen. Aber bei 5 Euro. Aber Coach kauft auch immer Angebote, oder? Sehr gerne. Egal, ob es jetzt funktional ist oder nicht. Das lohnt sich auf lange Sicht, Kubi. Wie viel Geld schon gespart haben wir durch Angebote? Ja. Deswegen hast du auch 3 Keller gemietet. Scooby. Dachboden habe ich auch. Ja, da hast du ja gesagt, was hast du da gesagt? 2 Blitze sind da eingeschlagen und du möchtest das aber allein reparieren, da muss man keinen Handwerker holen, solange ist der Dachboden für alle gesperrt. Glaub, ich spinne, das schaffe ich doch wohl alleine. Der Witz ist, durch Kojas Sammellaune hat er auch schon alle Materialien auf dem Dachboden, die er dafür benötigt. Müssen wir finden. Sammellaune, das ist ja lieb ausgedrückt. Danke. Koja, auch wenn es mir nicht passt, wir sind immer noch Freunde. Hier ist Toradrins Wahl. Weil, ja, mein Name ist Weil. Vielleicht heißt er auch anders, weil, ja. Wird einem nicht angezeigt, wie es heißt. Das Spiel, also Soul, Man of War, hat sogar so eine, in der Engine, so eine Statik-Engine mit drin. Vielleicht man kann auch gezielt auf Stützpfeiler am Haus schießen, damit es auch schneller zusammenkommt. Also das drin, oder das wünschst du dir? Nee, das drin. Wow. Buff muss ich auch. Ich finde ja ein bisschen kacke, dass wir echt für keine Inis Quest haben. Ja. Vielleicht kann hier jemand sharen, nee, dann müssen wir die auch irgendwo abgeben. Das kann Koja gar nicht bleiben. Kannst du von der Seite noch ein paar pullen mit deinen Range? Ja. Nice, Bro. Gespawnt. Die ist weggesprungen. Das macht man auch immer. Warum geht man da eigentlich außen lang? Kann man nicht einfach direkt reinspringen? Ich glaube, keine Übermut. Oh, okay, tschüss. Ja, mit was fängt man nochmal an? Gehen wir zuerst rein? Nee, draußen macht man, glaube ich, zuerst. Weil da drinnen fängst du ja schon 3. Und da kommt direkt die Flucht. Also man fängt ihn nicht, man lässt ihn frei. Stimmt. Entschuldigung, mein Fehler. Immer gut zu Hause rein. Ja. Jetzt gehen wir wieder rein. Hm. Oh, ich weiß nicht. Muss auch sagen, Mediamarkt ist ein ziemlich netter Verein, ne? Als wir da StarCraft 2, wie soll ich sagen, erworben haben. Hast du eine Fackel bekommen? Sprengstoff, okay. Wie funktioniert das jetzt? Naja, jedenfalls, als wir StarCraft 2 gekauft haben, hat es ein paar Tage gedauert, ne?
hat Mediamarkt den Preis wieder hochgesetzt. Ziemlich nice eigentlich. Das ist für uns mal eine Ausnahme geworden. Ich will mich an dieser Stelle bei Mediamarkt bedanken, aber Ihnen auch sagen, ne, wir machen keine Werbung für euch. Ne, nee, machen wir nicht. Also was meinst du mit Man of War? So sicher bin ich mir noch nicht. Aber ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass dieses Add-on Assault Squad wirklich noch mehr auf die Multiplayer-Erfahrung ausgelegt sein soll. Gibt's neue Fraktionen? Jein. Es sind immer noch die 5 Fraktionen. Im Grundspiel gab es mal nur 4, Japan gab es nicht, aber ein Patch hat das irgendwann auch gefixt. Gefixt? Weil ich meine, so ein Zustand kann ja nur ein Bug sein. Ist das Gebäude nicht gleich mal brennen? Ach, das ist nur der Sprengstoffgebiet. Das brennt am Ende. Ich freue mich immer, wenn es brennt. Das ist ja den Überraschungsmoment nicht. Ja, den Überraschungsmoment. Den man hier aufbaut, indem man schreit. Die Straße zieht und alles niederschlachte, ja. Ich weiß, also ich habe auch keine Auflistung, ob da jetzt wirklich so neue Einheiten oder so dabei sind. Ich mal nebenbei gleich gucken. Immer wenn man Zeit hat, könntest du sagen. Und um eine Koop-Kampagne zu machen, müssen wir das Grundspiel aber zusätzlich kaufen, oder? Ne, die haben eigene Kampagne, ne? Vielleicht gibt's ja so eine Combined-Box oder so, weißt du? Mit einem Vollzeitspreis. Das wäre schön. Ich finde das aber cool, dass hier die Sprengsätze sozusagen schon drin sind. Ja. Also das ist alles schon so gebaut, dass sie irgendwann gesprengt werden. Erinnert mich so ein bisschen an 9/11. Oder in diese Häuser da, da an der Grenze zu Russland, wo in den Wänden über Sprengstoff eingearbeitet wurde. Naja. So, ja. Alles sprengen kann, wenn der Russe kommt. Tschüss, you guys. Tschüss, ja. Hat der BKA das nicht auch irgendwann mal beim Powerhäusern in einer neueren Zeit angeordnet? Ich hab da mal was gelesen. Angeordnet sogar? Naja. Also empfohlen als Sicherheitsmaßnahme. Ob es der BKA war, weiß nicht. Vielleicht der BND, aber. Nee, der BND hat da nicht angefragt. Aber warum soll das Bundeskriminalamt das machen? No clue. Aber ich habe die Buchstaben BKA in meinem Kopf und die kriege ich nicht raus. Woo, it's brand, you guys. Applaus. Wie geht sie nie weg? Das Ding macht mehr Rauch. 20 Silber oder so dafür rausgeballert. Sie habt es zocken lassen, ja. Ex-Militär, das kann sich ja alles. Ja, Gottes Rache kommt sofort.
Ich meine nicht BKA Kosher. Ich meine MAD. MAD. Militärischer Abschirmdienst. Aber ja, das könnte gut stimmen. Na, BKA hätte wirklich eine Erklärungsnot. Selbst der BND wäre schon komisch. Ja, beim BND bin ich mir noch nicht so sicher, wie der genau ist, weil der besteht immerhin zur Hälfte auch aus Militärs oder Ex-Militärs. Ja, es sind Militärs, aber ne? Es sind kein Teil des Militärs. Weil es gab bestimmt Pläne. Was gibt's eigentlich in dem Turm da oben? Wo? Also aber nur dicht scheinbar. Oder bist du bei mir? Naja. Oh. Theorisch weiter. Ja. Wer weiß, vielleicht gab's da so Pläne, SEK und BND einen Verteidigungsplan zu integrieren. Was für ein Verteidigungsplan? Im Kalten Krieg? In der Russe gekommen war. Ja. Ja, mit Gladio haben sie auch alle zusammengearbeitet. So, ich folge dir. So. Ich weiß, wo es lang geht. Wusste ich tatsächlich. Bin ich zu Namen gekommen. Gott hat mich gelitten. Na, da kommen jetzt Leute, die sagen, hey, das ist aber einfach mal falsch. Ja. Gott hat dich gelitten. Dann sage ich aber, wenn man Gottes Weg folgt, dann leidet man. Nice. Dort folgt man seinem Weg nicht. Oh, Trall, lauf! Komm, wir geben dir Waffen und Ausrüstung. Dann kannst du uns alle töten. Ich krieg die Bullen. Hau ihn um. Und sie können hier zu spät, würde ich fast sagen. Genau, ich würde an deiner Stelle sagen, du trägst zwei übereinander, das wäre cool. Und du nimmst zwei Zweieranwaffen vielleicht, weil du so groß bist. Und du nimmst das Breitschild hier, um es werfen zu können. Guck mal, wenn ich hier diese Kettenhemden... Na, es sind keine richtigen Kettenhemden. Nein, diese halbwegs Schuppenpanzer zu Hause. Was nimmt er? Die Lederrüstung. Ja. Er ist Schamanenkult. Oh ne, ist auch keine Entschuldigung. Ich meine, weißt du, da sagt man 3-3, du bist ein Krieger, ja. Er konnte aber nie Plattenrüstung tragen, ja. Und er dachte sich immer, er wäre ein dummer Krieger. Dann sagt man sie mir irgendwann. Nee, 3. Du bist ein Schamane. Ja. Damit hätte ich nun wirklich nicht. Der hat seine alten Feinde alle mit Autohit kaputt gemacht. Kontakt! Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich hatte das geschrieben, aber ich möchte gerne nochmal für die Community sagen, die Awesome Man of War ist, ja. Ein Tiger schießt durch ein Gebäude durch mit Panzerbrechen, Munition durch einen Lastwagen durch und macht dann ein Sherman kaputt. Also. Na, ja, die Shermans, die wurden ja damit auf einer Kuchenblechmaffe gebaut, ne? Please Google Kuchenblechmaffe. Wie sieht's mit dem Kinoprogramm?